Und da bin ich auch schon wieder. Hey, ich bin's, Matze von der Geeknerd Community und ihr seht den 9. Part zu Super Castlevania 4. Zu dem Let's Play, selbstverständlich. Wer hätte es gedacht? Und wenn ihr es nicht wusstet, dann solltet ihr einfach mal die Videobeschreibung lesen oder den Titel. Könnte was bringen. Jedenfalls sind wir jetzt endlich am Uhrturm vorbei. Ey, Alter, geil. Einfach nur geil. Und wir sind ganz offensichtlich auf dem Weg zu Dracula Schloss. Wie es hier genau ausgeht, wer weiß. Also wollen wir doch mal versuchen, hier alles wieder zum Laufen zu bringen. Und was sind das für Skelette? Oder sind das überhaupt Skelette? Sind es Zombies? Okay. Scheinbar sind es intelligentere NPCs als die Gegner, die ich vorher hatte. Denn die waren ja einfach nur Toast. Aber selbst die haben mich schon platt gemacht, also sollte ich besser ruhig sein. Ja, ich musste einmal ganz kurz eine Pause einlegen. Meine Mutter ist in den Raum gekommen. Ja, da habe ich mir jetzt aber auch was Schönes gemacht. Und ja, die wollte einmal ganz kurz mit mir reden. Da das allerdings im Video nichts zu suchen hat, habe ich das selbstverständlich hinausgeschnitten. Und übrigens, meine Mutter ist voll pro in Tetris, also ihr wisst Bescheid. Meine Einstellung zu Tetris kennt ihr ja schon. Es ist für Frauen. Die Brücke kenne ich doch irgendwoher. Ach du Scheiße. Warum? Ich frage am besten gar nicht erst. Ich renne einfach. Okay. Das war irgendwie cool, wenn auch irgendwie sehr, sehr eigenartig. What the fuck? Habt ihr unten das Sägeblatt gesehen? Wie weit bin ich überhaupt jetzt schon im Spiel? Ich kann mich an diese Parts gar nicht mehr so erinnern. LOL Golem? Na, scheiße. Aber okay, zum Glück fangen wir direkt wieder hier an. Fangen wir so. Der Herr sollte endlich mal wieder lernen, vernünftig zu sprechen. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Aber gut, das tat vorhin auch. Und ich habe mich einfach mal von diesen Kerzen davon ablenken lassen, dass ich da eigentlich nicht angreifen sollte. Musste ich ja schmerzlicherweise dann auch noch selbst erfahren. So, einfach nur hochlaufen. Alles klar. Axt. Besser Axt als Messer. Ui, blaue Ringe. Die würde ich mal auch in die Wohnung hängen. Na. Golem. Momente wie diese zeigen mir doch einfach mal, wie schlecht ich überhaupt bin. So. Nur aber. Und diesmal meine ich wirklich. Jetzt geht's los. Ernste Sache hier. Was mich hier gerade so ein bisschen irritiert, ist der Nebel. Ich meine, wo zum Geier müssen wir uns gerade aufhalten, dass es da so scheiße neblig ist? Frage ich mich gerade nur so. Ah, dass die Musik wieder geil ist, muss ich ja, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Das wissen wir ja alle schon.
Ich stehe auf die, eher auf die Musik hier von Castlevania. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich wünsche mal, es wird wieder Braten geben. Auch wenn ich es gerade nicht brauche, aber... Oh. Da unten kommt schon wieder dieses bekloppte Sägeblatt. Zum Geier! Ey Leute, habt ihr die Spikes gesehen? Ich nicht. Ich nämlich nicht. Okay. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, weil mir das Spiel sonst immer zu lang ist, nehme ich mal die Abkürzung schlechthin. Was? Hört mal wieder Matze zu, wenn er komische Geräusche macht. Irgendwie imitiere ich damit auch Arnold Schwarzenegger. Ist ein Gesicht. Ob man sowas jemals tun sollte, weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und dabei wollte ich doch gar keine Game Over Screens mehr. Ach verdammt. Irgendwie rede ich sehr wenig für ein Let's Play, kann das sein? Aber es liegt doch irgendwo daran, dass ich gar nicht mal so wirklich weiß, was ich hierüber noch sagen soll. Ich meine, es spricht für sich. Es ist unglaublich schwer inzwischen. Ach, Moment mal. Das könnte eigentlich der Grund sein, warum ich so wenig rede. Ich bin eigentlich voll konzentriert und trotzdem noch viel zu schlecht. Ach, dieses Rad. Okay, jetzt machen wir schneller. Aber so schnell wie möglich raufrennen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Bams. Schnell hoch, 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 hoch. Erz. Ach, Gold, okay. Na! Okay. Das war klar. Ich kam eh nicht mehr rauf, also... Hätte das jetzt eh nichts gebracht. Gut, nehmen wir mal den anderen Weg. Vielleicht funktioniert das hier ja besser. Ah, gut. Rauf, 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 rauf. Rauf. Ja, das wird mein Kommentar für die nächste halbe Stunde. Rauf, rauf. Okay, da kam ein Steingolem. Weiß ich ja. Hier ist ein Herz. Okay, schnell schwingen. Und jetzt kommt wieder diese Death Spike Sache. Die mir mal absolut nicht gefällt. Scheiße, wo muss ich überhaupt lang? Okay, also ich denke mal, wer bei dieser Stage anfängt, der weiß ohnehin erstmal nicht, wo er hin soll. Also wenn es nach oben geht. Zu dieser Deathbike-Sache. Und ich hau mich schon wieder selbst in den Kasten. Ich bin ja wieder so unglaublich gut. Na, wenigstens bin ich noch fast gut gelaunt. Also meine Stimmung ist nicht gerade strahlend, aber immer noch gut genug, um nicht rumzubrüllen. Das wird ja schon was heißen. So. Ah, okay, jetzt habe ich schon mal eine längere Peitsche. Wird die benötigt? Weiß ich gar nicht mal so genau. Aber ehrlich gesagt, es ist mir auch ziemlich egal. Ich versuche erstmal überhaupt nach oben zu kommen. Denn das ist schon wieder so ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich das noch nicht mal schaffe. Ach, den Golem brauche ich gar nicht erst besiegen. So, und jetzt bleibe ich hier. Dann da rauf, da rauf.
rauf und Treppenstufen. Ha. So einfach? Nee, natürlich nicht. Ja. Okay. Also diesmal schlage ich mich auf jeden Fall besser. Wie man selbstverständlich schon sieht. Aber noch ist nicht aller Tage abends. Vielleicht kommt bestimmt wieder so irgendein kleines Pissvieh und haut mich wieder runter. Und ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Und das wäre es dann auch so gesehen schon wieder mit diesem Let's Play. Oder für diesen Part dieses Let's Plays. Ja! Death Spikes! Wer hätte es gedacht? Einfach nur schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Was soll's? Wisst ihr was? Das wird jetzt einfach mal das schlechteste Let's Play-Video, das ich bisher hochgeladen habe. Und ich lasse es erstmal für heute damit gut sein. Das war dann Platz 1 der schlechtesten Spiele und ich wollte eigentlich sagen Part 9 des Let's Plays. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe mal mit etwas mehr Übung. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Ciao.